Im Olympiastadion von Cortina geht es um den 6. Tabellenplatz. 6. Platz, den derzeit Grün mit 37 Zählern einnimmt. 2 Punkte vor Valpellice und 3 vor dem Altmeister. Cortina hat aber noch das Spiel gegen Asiago nachzutragen. Bei den Hausherren fehlen Sonne, Esposito und Fontanive. Dafür feiert der Sterzinger Michael Messner nach seiner Erfahrung in Finnland sein Debüt. Grün muss auf Fabrizio Senona, Benjamin Bregenzer, Fabian Costa, Oliver Schenk und Simon Pienatzer verzichten, hat aber Enrico Gelordi und Luca Mativi vom Farmteam Fiemme geholt. Cortina hatte erste gute Möglichkeit in der 4. Minute. Der Pass von Groli zu Andrea Moser. Gabriel Lang streitet mit dem Puck, aber Torhüter Gianluca Vallini passt auf und rettet. Der Bozner Schlussmann schaffte in den letzten Wochen mit überzeugenden Leistungen auch den Sprung ins Nationalteam. Dann müssen Marco Sanna und Saverio Posa auf die Strafbank. Grün jetzt in doppelter Überzahl. Derek Istmann zieht von der blauen Linie ab. Justin Mercier mit der Riesenmöglichkeit zum 1:0. Aber Gellert kann gerade noch dazwischengreifen. Diese Chance noch einmal in der Wiederholung. Das Match geht inzwischen weiter. Und das 1:0 fällt doch noch. Der Schuss von Luc Muffa. Joni Purola wehrt ab, aber genau wieder auf den US-Amerikaner. Und diesmal passt es genau. Grün führt nach 6 Minuten 1:0. Der 23-jährige Moffa hellwach, das kann man von der Abwehr von Cortina nicht gerade behaupten. Wir springen ins Mitteldrittel. Diesmal muss Istmann auf die Strafbank. Die Grüner in Unterzahl. Dann der Fehler von Saverio Posa, der die Scheibe nicht kontrollieren kann. Daniel Peruzzo startet zum Konter, präsentiert sich allein vor Purola. Doch der finnische Schlussmann gewinnt das Duell gegen den Stürmer der Grüner. Die Hälfte der Partie ist vorbei. Shane Simms zögert hier etwas zu lange. Gellert schnappt ihn den Puck weg und Riccardo Lacedelli schickt mit einem herrlichen Steilpass Peter Wunderer zum Konter. Aber auch Vallini zeigt sein ganzes Können und verhindert diesen Treffer. Wunderer mit dem Magreiter Brigenti, einer der beiden Südtiroler im Team von Cortina, hätte mehr aus dieser Chance machen müssen. Kurz vor der zweiten Drittelpause wieder einer der schnellen Gegenstöße des Altmeisters. Wieder mit Riccardo Lacedelli. Dann der Pass auf Adami. Weiter in die Mitte zu Peter Wunderer. Und diesmal macht es der Finchker besser und bezwingt Vallini zum 1:1 Unentschieden. Der Torhüter ist zwar noch dran, der Puck landet aber im Kasten. Nach 40 Minuten steht es 1:1. Das Schlussdrittel beginnt mit einer Strafe gegen Andrea Moser. Grün erneut im Powerplay. Und da sind ja die Ladiner heute besonders gefährlich. Simms und Istmann können ungestört hin und her spielen. Dann versucht es Simms. Fabio Kostner verstellt noch Purola die Sicht. Und es steht 2:1. Für Simms ist es das 6. Saisontor. Das 3. gegen seinen Lieblingsgegner Cortina. 10 Minuten vor Spielende schicken die Schiedsrichter Gabriel Lang 2 Minuten vom Eis. Das Powerplay von Cortina. Alexander Gellert kann Maß nehmen. Ein Hammerschuss, das 2:2 unentschieden. Vallini geht hier in die falsche Ecke. Der Schuss wird aber nicht abgelenkt. Der passt genau für Verteidiger Gellert, Tor Nummer 18. Er ist der treffsicherste Spieler der Ampazzaner und er ist mit insgesamt 40 Zählern auch der torgefährlichste Verteidiger der gesamten Liga. Dann diese Szene nach 55. Minute. Peruzzo schießt, Purola wehrt ab, Brigenti befreit auf Lacedelli und der lenkt den Puck über die Bande ins Aus für die Unparteiischen eine 2-Minuten-Strafe. John Barco, der Trainer von Cortina, sieht das nicht so und ärgert sich mächtig, ist kaum noch zu bändigen. Und er weiß auch warum. Grün jetzt in Überzahl. Wieder mit dem Distanzschuss von Derek Istmann und wieder steht Luc Muffa goldrichtig und staubt zum 3:2 ab. Grüner zieht alle 3 Tore in Überzahl. Für Muffa ist es übrigens der 19. Treffer in dieser Meisterschaft. Jetzt läuft Cortina die Zeit davon. Die vorletzte Minute, Grole mit einem Verzweiflungsschuss. Vallini wehrt nach vorne ab und rettet dann auch noch auf Lacedelli. Eine Glanzreaktion des Torhüters. Es bleibt bei der knappen Führung der Grüner. Barco nimmt noch eine Auszeit, gibt letzte Anweisungen und nimmt auch noch Purola für den 6. Feldspieler vom Eis. Die Grüner sind hingegen nur zu 4. Daniel Costa sitzt auf der Strafbank. Noch einmal die Möglichkeit für Posa. Es bleibt aber beim 3:2. Am Ende gibt es noch eine kleine Raufeinlage zwischen Francesco Adami und Mercier. Cortina behält die rote Lanterne. Grün festigt den 6. Tabellenplatz mit diesem 3:2 Auswärtserfolg.